Hallo! Willkommen zurück zu FIFA 13. Ja, es geht weiter. Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Yo, letztes Mal haben wir Champions League gespielt gegen den ersten FC, oder gegen nicht den ersten, also FC Chelsea. Und zwar haben wir da 0-5 gewonnen. Eine überragende Leistung. Und ja, jetzt geht's weiter mit der Bundesliga. Wir spielen in der nächsten Partie gegen Bayer Leverkusen. Ja, da haben wir ein sehr fulminantes Spiel gehabt, weil Leverkusen ist momentan auf Platz 3 oder Platz 4, ich weiß es nicht. Ich filter die Spiele wieder raus. Kleinen Moment. So, wo haben wir sie denn? Leverkusen und Dortmund. So, da haben wir Dortmund am dritten Spieltag. Und zwar, Moment, da muss ich gerade mal schauen, beim dritten Spieltag haben wir einmal Dortmund gewinnt gegen Leverkusen 3-0. Und dann haben wir noch ein 3-2 Spiel, das war richtig fulminant, weil nämlich da hat Leverkusen den Ausgleich gemacht und dann 10 Sekunden später hat Dortmund wieder in Führung gegangen. Also es war richtig fulminantes Spiel. Okay, gut, wir haben ja eine Differenz von 6-2, mal gucken, was wir so erreichen können. Wie immer haben wir unsere Startelf. Und wie sieht es jetzt mit Wechseln aus natürlich, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Wir werden diesmal wieder Nasri einwechseln. Natürlich, meine Wenigkeit kommt wieder rein. Und wir werden diesmal Großkreuz spielen lassen. Der hat nämlich auch schon lange nicht mehr gespielt. Bei denen ist Catlack verletzt. Mal gucken. So, wieder Flankentraining. Alles klar. Los geht's. Alles klar, gut. Sehen wir die Aufstellung von uns. Wie immer, unsere Elf mit Sebastian Bendtner, der 3 Tore geschossen hat. 4-5-1-System, wie wir es gewohnt sind. Hier ist unsere Aufstellung. Lewandowski wieder an der Spitze. Und dann haben wir hier die Aufstellung von Bayer Leverkusen. 4-3-2-1-System. Bayer Leverkusen, eine richtig gute Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch der Bruder von Sebastian Bender spielt in Bayer Leverkusen. Also wird es ein Bruderduell. Lars Bender heißt er nämlich. Oder Lars Bender. Alles klar. Gut, los geht's. Anpfiff. Wir spielen zu Hause gegen Leverkusen. Und an sich ist Leverkusen schon immer einer der etwas höheren oder mittelklassigen Mannschaften gewesen. Die hat noch nie so ein richtig großes Tief gehabt. Also mir ist jetzt keins bekannt. Nicht so wie bei Werder Bremen oder sonstigen. Eigentlich halten die sich jetzt diese Saison richtig gut. Weil die haben einen ehemaligen lauter Spieler gekauft. Mit dem sind sie richtig, richtig gut in Fahrt. Ich weiß aber nicht mehr, wie er genau heißt. Okay, Lewandowski am Ball. Lewandowski, Reingabe. Und da steht... Keine Ahnung, wer das war. War zu schnell. Und da ist Bender. Reus. Schmelzer. Lewandowski. Und Leverkusen versucht eine starke Offensive, die auch fast gelungen wäre, aber Weidenfeller ist zur Stelle. Alles klar, sie fangen den Ball ab. Es wird schon ein bisschen schwieriger, das Spiel. Das ist wahrscheinlich jetzt das schwierigste Spiel, was wir jetzt momentan in der Bundesliga haben. So, Błażejkowski am Ball. Błażejkowski versucht es nach außen. Reingabe. Aber Kopfball wurde leider nicht gut genug umgesetzt. Schade.
Blaschikowski zu Lewandowski. Lewandowski am Ball zu Bender. Und er kriegt den Ball abgenommen, aber er ist abgefälscht. Gibt ein Eckstoß. Schmelzer mit dem Eckstoß. Da ist Hummels, der steht richtig gut diesmal. Und da ist Lewandowski, der ist direkt probiert. Hatte freie Schutzbahn, aber dann hat sich jemand in den Schuss reingeschmissen. Diese Bitch. So, Lewandowski am Ball. Lewandowski. Dann wird er ungetackelt, aber fair. Alles fair. Sah heftig aus, war aber fair. So. Da ist. Oh, da kommt die erste Chance und er hat sich ein bisschen verschätzt. Denn da war nicht das Tor. Oh, gute Chance. Das war ein Fehler. War ein Fehler. Oh. André Schürrle macht das 0:1. 26. Minute. Verdient. War ein Fehler von Weidenfeller und von meinerseits. Tut mir echt leid. Okay. Aber es geht weiter. Wir haben immer noch ein bisschen Spielzeit, die wir nutzen können. So, Gündogan am Ball. Gündogan. Und da ist die Abseitsentscheidung. So. Hummels. Bender. Zu Blaschikowski. Blaschikowski zu Bender. Und Bender zu Lewandowski. Lewandowski! 1:1! 30. Minute! Vollspannschuss! Super! Der lässt sich da einfach keine Zeit. Ganz trocken, ganz cool. Einfach ins Eck gezimmert, ohne einmal mit der Bird zu zucken. Ich muss auch stoßen. Schon wieder. Ja, ich bin ein hochbezahlter Fußballkommentator. Honda. Der macht einen Pass zu Blaschikowski. Ah. Pff. Oh, wow, guter Versuch. Piszczek. Der hat es gut gemacht. Bender am Ball. Getunnelt. Gündogan. Zu Lewandowski. So, Blaschikowski zu Bender. Bender zu Lewandowski. Und Lewandowski zu Gündogan, der super dasteht. Und Versuch. War aber leider nichts. So. Wow! Honda am Ball. Zu Bender. Und da ist wieder Honda. Und Honda hat freie Bahn! Honda! Der Junge ist so gefährlich. Wow! 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 So, wir spielen ein bisschen offensiver, weil das muss jetzt echt mal ein bisschen nach vorne gehen. Ey, das ist nicht normal. André Schürrle. Der gibt einen super Pass rein. Da wird er abgefälscht. Ist er vorbei. Da ist Foulspiel. 11 Meter. Honda hat gefoult. Warum Honda? Achso, nee. Das war Weidenfeller. Weidenfeller. Böse. Und Weidenfeller hat die rote Karte bekommen. Scheiße. Okay. Wir müssen jetzt einen Spieler reinstellen. Bis wir wechseln können. Scheiße. Guter Torwart. Fuck.
Ich vertraue Bender einfach. So, Bender, komm. Bender zieht das Trikot an. Hopp. Gegen Schürrle. Bender! Bender! Jawohl! Was für eine Parade von Bender! Der rettet die Führung! ja, wir können nicht wechseln. Scheiße. Nee, stimmt, ich muss Bender gegen Langerack wechseln. Langerack kommt jetzt rein. Bender muss dann raus, dann vorzeitig. Dann muss ich ein bisschen umdisponieren. Dann machen wir Nasri dann für Blazikowski. Und dann setzen wir mich auch schon rein. Auf geht's. Bender hält! Das ist Wahnsinn! So geil gehalten. Aber richtig, richtig geil gehalten. Respekt für Bender. Meine Fresse, ey. Wie geil. Wie geil der das Ding gehalten hat. Wie es gesehen hat. Einfach richtig geil. André Schürrle einfach mal voll vereitelt. Das sehen wir uns nochmal an. Das war ja richtig geil. Schaut euch das an. Da steht Bender im Tor. Und zack. Bam, mit der Hand pariert. Und da ist er raus. Ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Jawohl, so muss das echt laufen. Leute, so muss das laufen. Aber es steht immer noch 1-1. Wir müssen uns noch die Führung holen. Langerak steht jetzt im Tor. Der Torwart ist jetzt zu ihm. Nasri und Skelly kommen rein. So, frische Kräfte. Mal gucken, was wir erreichen. Gündogan am Ball. Er macht erstmal einen Fehlpass. Super. Geil. So, Schmelzer. Oh. Schmelzer hat ein Foulspiel begangen. So, Honda. Honda zu Lewandowski. So, und da versuchen sie es. Habe ich jetzt eigentlich Skelly hingestellt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Fuck. Habe ich jetzt irgendwo hingestellt? Ich glaube, irgendwo ins Mittelfeld oder so. Fuck. Oh, oh, oh. Lewandowski am Ball. Lewandowski mit einem Sprint. Oh. Da konnte Leno noch gut halten. Eine gute Chance. Da steht Honda. Honda zu Nasri. Gündogan. Lewandowski. Lewandowski zu Skelly. Skelly am Ball. Skelly hat die Möglichkeit. Und er macht's. Skittles. 57 Minute für Dortmund. 2-1. Dortmunder geht in Führung. Erzins Eckezimmer, der rettet es. Jetzt müssen wir es noch halten. Super gemacht. Klasse. Honda zu Skelly. Skelly zu Lewandowski. Wieder zurück zu Skelly. Wieder zu Lewandowski. Wieder zu Schmelzer. Und zu Skelly. Der Skelly näht rein. Und da hat... Wer gewartet? Keine Ahnung. Lewandowski wird von den Füßen geholt. Die Gefahr Bayer Leverkusen ist noch nicht vorbei. Sie versuchen es immer wieder. Und sie haben eine gute Chance. Eine gute Grundlage. Und da ist ein Abseits. Da ist ein Abseitsentscheidung. Ein Abseitsentscheidung. Ja, genau. Klar. Super. So, Honda am Ball. Zu Lewandowski. Lewandowski. Zu... Ah. Versuch zu Nasri, aber Nasri war nicht nah genug. So, Gündogan. Zurück zu Piszczek. Piszczek zu Nasri. Nasri versucht jetzt von außen etwas zu reißen. Nasri, immer noch Nasri. Nasri mit Reingabe und das Erfassten. Und dabei Skelly. 3-1. 69 Minute mit einem Traumtor. Der Wurri-Annahme.
Wahnsinn! Da kommt er geflogen vom Pfosten. Volley und ins Eck. Unhaltbar. Perfekt gemacht. 3:1. Skeptis überrascht wirklich mit Leistung. Honda am Ball zu Skelly. Skelly zu Lewandowski. Und er zu Gündogan. Lewandowski hat man schon lange kein Tor mehr gesehen. Obwohl er eigentlich sehr torgefährlich ist. Wenn er wirklich mal die Chance hat, dann kracht's. Der Pole, der sieht jede Möglichkeit. So, Honda am Ball. Honda versucht es. Da ist Nasri! Aber geht leider nicht rein. Aber es ist noch alles offen. 11 Torschüsse für Dortmund. Bayer Leverkusen. 4 Stück. Es läuft. Immer besser. Skeddy versucht den Ball hineinzubringen zu Honda. Honda zu Gündogan und zu Lewandowski. Jetzt ist die Chance groß. Jetzt zu Gündogan. Jetzt alles gut machen. Gündogan dreht sich. Gündogan abgefälscht. Castro für Carvajal. Alles klar. Und ein etwas zu weiter Eckstoß. Nicht gut verwertet. Gar nicht gut. Oh, ich muss unbedingt was trinken nach der Aufnahme. Ich wollte die ganze Zeit schon seit Part 3 wollte ich was trinken, aber ich habe jetzt schon bis Part 7 aufgenommen. Egal. Ich bin GEMA. Ich schlaf das. Was geht? Das wäre am ekelhaften. Das sieht aus wie Regen. Ich dachte gerade eben, es schneit. Das wäre mal richtig krass. So, genug. Zu Lewandowski. Lewandowski zu Nasri. Nasri. Perfekt. Hat jetzt die Chance. Zu Lewandowski. Der macht's. 4:1. 84. Minute. Lewandowski. Endlich mal macht er wieder ein Tor. Ganz gechillt. 4:1 gegen Bayer Leverkusen. Die lagen vorne. Ein verschossener Elfmeter, beziehungsweise ein gehaltener Elfmeter für Dortmund. Weltklasse, was sie heute abgeben. Und nicht mal von einem Torwart, sondern von Sebastian Bendtner. Bender, nicht Bendtner. Bender. Lern sprechen, Skadi. Ich bin so aufgeregt. Voll Idiot. Du fängst an zu lispeln wie Kenzie. Alles klar. Da ist Honda. Honda zu Lewandowski. Lewandowski zu Nasri. Kein Abseits. Wunderbare Aktion. Aber zu weit. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, 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 weit. Alles klar. Es geht aber noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Leverkusen versucht nochmal einen Angriff. Reingabe. Aber Kopfballduell verloren. Skeddy am Ball zu Honda. Und Honda versucht es jetzt nochmal, einen Angriff anzukurbeln. Noch einmal will er versuchen, noch vielleicht ein besseres Ergebnis rauszuhauen. Und da ist die Reingabe. Da ist Lewandowski. Und er macht es 5:1. Mit einem Traumvorlage von Honda. Super gemacht. Wirklich klasse. Vor die Füße gelegt. Er macht es aber mit dem Kopf. Und beweist, dass er ein Torkiller ist. 5:1 in der 90. Minute der Nachspielzeit. Wahnsinn, 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 was hier geboten wird. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Und da ist das Spiel vorbei. Dortmund gewinnt 5:1. Ein Platzverweis. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski macht seinen Hattrick sogar. Zweimal Skeddy und Roman Weidenfeller wurde mit einer roten Karte verwiesen. Und Schürrle traf zum 0:1 und Bender hielt den Elfmeter. Wahnsinn! Super gemacht, einfach traumhaft. Die Ergebnisse. Lewandowski mit einer 9,7 Bewertung, Spieler des Tages, natürlich Skeddy 9,1. Roman Weidenfeller mit einer 5,8, aber das ist nicht weiterhin schlimm. Nasri mit einer guten Bewertung, Honda mit einer guten Bewertung, Gündogan, finde ich ein bisschen underrated, der hätte auch eine 8er Bewertung bekommen können.
Ja, und sonst alles angebracht. Außer Reus, das war doch ein bisschen schwach. Okay, die anderen Ergebnisse. Und Roman Weidenfeller wurde gesperrt für ein Spiel durch das Foul im Strafraum. Deswegen werden wir jetzt einfach mal durch Schlängerack ersetzen. So. Facebook! Smaul! Und auch mein Handy repariert daneben noch. Gut. Dann machen wir noch Alivanovic oder wie auch immer der heißt da rein, weil nämlich wir brauchen ja noch einen Ersatztorwart. Nicht, dass wieder Bender ins Tor muss. Okay. Gut, das nächste Spiel spielen wir gegen Hamburg. Auch nicht schlecht. Okay, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Spiel. Bis dahin, ciao, haut rein.